Wie geht eigentlich Psychodrama? Für ein richtiges Psychodrama brauchen wir zunächst eine ausgebildete Psychodramaleitung, also einen Leiter oder eine Leiterin. Als nächstes brauchen wir die Bühne, auf der das Ganze stattfindet, und wir brauchen natürlich die Gruppe. Und last but not least brauchen wir jemanden, der ein Anliegen hat, eine Protagonistin oder einen Protagonisten. Der Protagonist hat ein Anliegen und geht mit seiner Leitung auf die Bühne. Die Leitung führt ein einfühlsames Interview und fragt, worum es eigentlich geht. Der Protagonist nennt sein Thema. Vielleicht fällt ihm eine Szene dazu ein und beteiligte Personen. Der Protagonist sucht sich aus der Gruppe ein sogenanntes Hilfs-Ich, einen Antagonisten für eine Person oder für beteiligte Charaktere, andere Personen, Gefühle, Anteile, wie auch immer. Dann beginnt das eigentliche psychodramatische Spiel und es kommt zum Beispiel zum Rollentausch. Das heißt, der Protagonist geht in eine Rolle eines Anteils und spricht aus der Perspektive dieses Anteils zu sich selbst. Er selbst wird in der Zeit von dem Hilfs-Ich dargestellt. Dann geht der Rollentausch wieder zurück, der Protagonist ist wieder in seiner Rolle und reagiert auf das, was er eben als Protagonist gehört hat. Einen solchen Rollentausch kann man immer wieder wiederholen, solange bis nichts Neues mehr dabei rauskommt, und man kann auch andere Rollentausche mit anderen Hilfs-Ichen auf der Bühne veranstalten. Neben dem Rollentausch gibt es auch das sogenannte Doppeln. Beim Doppeln stellt sich ein Hilfs-Ich hinter dem Protagonisten und spricht aus der Einfühlung mit dem Protagonisten Sätze aus, die diesem vielleicht im Moment nicht über die Lippen kommen. Die psychodramatischen Techniken wie Doppeln, Spiegeln, Rollentausch ermöglichen es, Perspektiven zu wechseln und Wahrnehmung zu verändern. Am Ende eines jeden psychodramatischen Spiels gibt es eine Feedbackrunde und das sogenannte Sharing. Andere Personen erzählen dem Protagonisten, was auch sie von dem Gesehenen von sich selber kennen. Im Gegensatz zu anderen Aufstellungsformaten kommen die Informationen und die Energie im Psychodrama nicht aus dem Hilfs-Ich, sondern immer aus dem Protagonisten selbst, der in die Hilfs-Ich-Rolle reingeht und von da informiert. Dem Psychodrama geht es nämlich nicht so sehr darum, wie es vielleicht wirklich war, sondern es geht immer darum, wie hat der Protagonist, die Protagonistin die Szene damals erlebt. Das Psychodrama wird eingesetzt in Coaching, Beratung, Supervision, Organisationsentwicklung, Selbsterfahrung, Therapie, Suchtberatung und überall, wo es Spaß macht. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß auf eurer Bühne. Created using Powtoon.